abstimmen und die eigene politische Meinung vertreten, auch unter 18. Das ist die Idee der U18-Wahl. In deren Rahmen hat der Hanauer Anzeiger Schüler eingeladen, bei einer Podiumsdiskussion 6 Bundestagskandidaten kritische Fragen zu stellen. Im Hanauer Amphitheater, wo sonst Grimmsche Märchen erzählt werden, mussten die Politiker Fakten präsentieren. Hart aber fair bewiesen die Schüler Mut und ließen nicht locker. Die Bundestagskandidaten sorgten aber auch gerne mal für Lacher, besonders beim Musikquiz. Vor allem aber wurde heiß diskutiert über die Zukunft Europas, soziale Ungleichheit und Sicherheit. Lautstarke Reaktionen waren an der Tagesordnung. Bis zum Wahltermin im September dauert es noch. Aber viele der fast 1000 Schüler haben offenbar schon jetzt eine Entscheidung getroffen.